Herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Beim neuen Kalendertürchen begrüße ich erneut, die liebe Ines. Hallo. Wir reden heute über ein weiteres Hörbuch, was wir in diesem Jahr gemeinsam gehört haben. Auf einer langen, langen Autofahrt nach Holland. In, in, in die Niederlande war es. Genau, hin und zurück. Ja. Hat uns hier unterhalten. Wir reden über Quality Land von Marc Uwe Kling. Die aus, helle Version. Die helle Version, genau. Aus dem Jahre 2017. Und äh, wir haben uns das zu Weihnachten. Gegenseitig geschenkt und sind dann erst im Mai dazu gekommen, dieses Hörbuch dann tatsächlich zu hören, weil die Zeiten, wo wir mehrere Stunden am Stück zusammen irgendwie etwas konsumieren können, sind leider gezählt. Ne? Genau. Ja, und dann haben wir uns äh, ja abseits vom Känguru mit Marco Kling beschäftigt, nämlich geht es um Quality Land. Come to where the quality is. Come to Quality Land. Nun reist du also zum ersten Mal in deinem Leben nach Quality Land. Bist du schon aufgeregt, ja? Aus gutem Grund, denn bald betrittst du das Land, das so wichtig ist, dass mit seiner Gründung eine neue Zeitrechnung begann, die Quality Time. Und so weiter und so weiter. Somit fängt es an. Es ist eine satirische Dystopie, die erzählt wird von Margot Kling auf seine ganz eigene charmante Art und Weise, so wie er es auch bei den Känguru Chroniken oder bei der Känguru Trilogie mit vier Teilen getan hat eine fortlaufende Geschichte mit dem Protagonisten Peter Arbeitslos. Ja. Der Nachname Peter Arbeitsloser. Arbeitsloser, genau. Der Nachname der Menschen aus Quality lernt wird immer bestimmt durch den Beruf, Beruf? des Vaters. Genau zur Zeit der Geburt. Zur Zeit der Geburt, genau. Also bei unserer kleinen Tochter. Hm. Ja, wie, wie so eine Webdesigner oder wie würde sie <laughs> dann heißen? Pixelschubser. Pixelschubser, genau. <laughs> ja, äh, Quality Land also spielt im, ja, in der Zukunft. Quality Land zeichnet sich dadurch aus, dass alles qualitätsgesichert ist durch Algorithmen. Das heißt, die Algorithmen bestimmen die Welt. Man müsste sich das so vorstellen, dass die Entscheidungen, die Algorithmen für einen getroffen werden, nicht in Frage gestellt werden. Das bedeutet also: Empfehlungen von Netflix oder Amazon sind verbindlich und bestimmen so mit deinem Leben. Ein Algorithmus, der von Parship irgendwie sagt, dass der Partner für dich ideal ist, muss auch geheiratet werden oder sollte geheiratet werden. Und ähm, je nachdem, wie gut du als Mensch bist, desto höheren Score bekommst du und dementsprechend wirst du auch in diese ähm, Schichten klassifiziert, indem du halt bestimmte Level erreichst. Das mag erst erstmal nach Dystopie klingen, aber wenn man so nach China guckt, wo es eben schon ähnliche Algorithmen gibt, die... Und die eben, Menschen schon eingeteilt werden nach ja, solchen Scores, das ist schon krass. läuft einem so ein bisschen der kalte Schauer über den Rücken, wenn man so denkt, so, hm, ja. Ja, naja, auf jeden Fall äh, scheinen die Menschen damit eigentlich glücklich zu sein, aber äh, ein paar Sachen stehen jetzt in dieser Geschichte an. Peter Arbeitsloser bekommt nämlich ein Paket von, äh, vom größten Internetshop der Welt zugesendet. Der Shop? Der Shop, genau, was ihm nicht gefällt. Ja, kein Wunder. <laughs> <laughs> es ist äh, ja ein, ein, ein Dingy, nenne ich es mal, äh, was ihn so eskalieren lässt, dass er da versucht, die höchsten Instanzen ähm, zu äh, erreichen. Ähm, er will es ja nur zurückgeben. Ja, die Geschichte von Quality Land ist im Prinzip die Geschichte eines Umtausches. <lacht> ja. <lacht> Sorry, ja. Die Geschichte eines Umtausches, ja. Also so würde ich das jetzt zusammenfassen. Mhm. Es gibt noch eine parallele Geschichte, nämlich die Wahl des neuen Präsidenten von genau. Quality Land, wo erstmalig eben nicht nur ein Mensch antritt, sondern der Gegner ist ein Computeralgorithmus, der eben ein Avatar äh, besitzt. Ja. Und ähm, ja, er eigentlich relativ hoffnungslos bei dieser Wahl den Menschen unterlegen sein sollte, aber wie es sich dann weiterentwickelt, möchte ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen. Aber es wäre nicht Marko uwe Kling, wenn nicht irgendwo etwas mit dem Känguru auch noch äh, vorkommt. Ich sage es mal so: Es gibt das Känguru auch in dieser Geschichte, aber eben nicht als Känguru. Nein. Zum Glück. <laughs> ja, man muss ein bisschen suchen, aber man erkennt es relativ schnell. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell, ne? Und es wird dann auch erklärt, warum es da ist. Und man gewinnt, ist auch wieder lieb, genauso wie es auch schon in der kingo trilogie der Fall ist. Also um, ich habe es auf jeden Fall sehr lieb gewonnen. Auf jeden Fall die, äh, die ganzen kleinen Nebendarsteller neben Peter Arbeitsloser oder die Peter Arbeitsloser unterstützen, sind alle sehr liebenswert. Ja, finde ich auch. Also, so wie mein Tamagotchi, so liebenswert. Naja. Hattest du so ein Tamagotchi? Nein. Ich auch nicht. Ich glaube, die werden bei mir auch ganz einfach eingehen. Ja. Naja. Auf jeden Fall: Quality Land haben wir in der hellen Version gehört. Es gibt eine schwarze und eine helle oder eine dunkle und eine helle Version. Die unterscheiden sich eigentlich nur äh, bei den äh, zwischendurch eingeblendeten Werbe. Spots. Achso, und die anderen sind düsterer oder? Genau, die sind dann, ich glaube etwas, ne, also wir haben die optimistische Variante und das andere so. ist die pessimistische Variante. Oh Gott, oh Gott. Also es ist ja sowieso schon eine Dystopie und dann noch pessimistische ja. Werbung. Ja. Genau, wir haben es in der Version 1.6 gehört. Ähm, größere Bugfixes in dieser äh, Hörbuchfassung waren dann größere Logiklücken im zweiten Kapitel geschlossen, defekte Schlussproante im Kapitel 7 ersetzt, fehlende äh, <laughs> Konzernslogans ergänzt, kompatibel mit, äh, Fernsicht, äh, mit Fernsichtigen verbessert, Newsfeed wurde personalisiert. Die Option zurückblättern zum Wiederholen schwieriger Passagen wurde eingebaut. <laughs> Verbesserte Synchronisierung mit dem oberen Temporallappen des Lesers. Nun viel Spaß beim Lesen oder beim Hören von Quality Land. Ja. Von Calliope 7.3 übrigens wurde Quality Land eigentlich geschrieben. Ja, von Marco ist nur der Herausgeber. Ja, ein sehr kurzweiliges Hörbuch mhm. aus dem Jahr 2017. Nicht kurz, aber kurzweilig. Kurzweilig, genau. Hm. Ich war, weiß gar nicht, wie viele CDs waren es? Neun? Auch irgendwie so, ja. Ich glaube, neun CDs waren es. Ja, aber ich habe keine Minute bereut, dass ich dieses Hörbuch gehört habe. Wobei tatsächlich im Nachhinein mir so ein bisschen ein Grusel ähm, geblieben ist, wie nah das auch wirklich an einer Zukunft sein kann, auf ja. die wir jetzt hinarbeiten. Die ja sch eigentlich schon im Stillen so vorbereitet ist. Ja. Schon so funktioniert. Gelesen von, hast du noch nicht gesagt? Gelesen von, natürlich von Marco Uwe Kling selber. Auch wieder in einer Live-Lesung. Das ist sowieso das Schönste, wenn der Autor gut lesen kann und seine eigenen Geschichten gut vorlesen kann. Ja, was ich zum Beispiel von Wolfgang Holbein nicht so sagen kann. Nein. Also er hat sicherlich seine Momente als Autor, als Vorleser, nicht. er nicht. Marco Uwe Kling. Das absolute Gegenteil. Äh, ich frage mich übrigens, wie er das macht. Ist das denn, sind das mehrere Lesungen, wo, er, wo das alles zusammengeschnippelt wird? Weil es ja so lang ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja. wird so sein. Gut, unsere kleine Tochter möchte auch wohl gerne mit Marco-Gelingen sich einmal unterhalten oder ein kleines Känguru besitzen. Auf jeden Sie Fall, Fall gerade, das Känguru. Sie sieht gerade ein bisschen mehr nach Känguru aus. <laughs> naja, dann. Das bringt ja Schnapspralin mit. <laughs> Schnapspralin, oh, das, das wäre jetzt was für uns, ne? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann schließen wir für heute das Kalendertürchen ne? und lass uns mal gucken, was Netflix uns vorschlägt, was wir jetzt heute Abend noch im Fernsehen gucken können. Ja. ja. Ihre Empfehlung. Das ist bestimmt sehr gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich bin's nochmal. Wir möchten heute auch etwas verlosen und zwar verlosen wir heute das Hörspiel Däumelinchen von Titania Medien, bzw. dem Märchen von Hans Christian Andersen, erschienen bei Titania Medien, die uns dieses Hörspiel zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Wer dieses Hörspiel besitzen möchte, der schreibt einen Kommentar zu dieser Adventskalendertür auf spezialgelagert.de und wir verlosen dann unter den Kommentierenden dieses Hörspiel. Das war der spezialgelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt uns unterstützen und zwar auf patreon.com/spezialgelagert oder ihr hinterlasst uns ein einmaliges Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt und hat keine Verbindung zu Kosmos oder Europa. Wir danken Dr. Orgel, dass wir ihr Lied nicht kleinlich als unser Intro verwenden können und natürlich unserer Station Voice, Heinz Kreinbaum. Ihr findet uns unter Instagram, Facebook, Twitter unter Spezialgelagert oder bei YouTube. Als spezial gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anrufbeantworter. Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.